Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel KSV Holstein Kiel gegen den VfL Bochum 1848. Anstoß im Holsteinstadion zu Kiel ist am kommenden Samstag um 13 Uhr. Aus Bochum werden rund 600 blau-weiße Anhänger mit in den hohen Norden fahren. Die Infos für Fans, die sich allerdings noch vor Ort eindecken wollen. Es gibt noch Karten vor Ort, also da wird mindestens eine Kasse für die VfL-Anhänger geöffnet sein. An meiner Seite Cheftrainer Robin Dutt, der eure Fragen erwartet. Handzeichen fällt flach, stattdessen schnappt ihr euch das Mikro und legt los. Philipp Rentsch. Die fast schon obligatorische Frage, wie schaut es denn personell aus? Gibt es irgendwelche Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Ingolstadt? Eventuell. Robby hat schon im Aufwärmen Robby Kroos abbrechen müssen, hat Probleme in der Wade. Können wir erst morgen dann sagen, wie schwerwiegend es ist, ob er ausfällt oder nicht. Der Rest ist soweit fit, der auch, also diejenigen, die jetzt im letzten Spiel fit waren, sind auch diesmal wieder fit. Christian Hoch macht dann weiter. Es kam ja heute die Nachricht, dass Thomas Eisfeld, oder zumindest konnte ich es lesen, operiert werden müsste und es bestätigt hat. Wie sehr trifft Sie das jetzt noch oder war das zu erwarten, abzusehen schon länger? Ja, es war abzusehen, dass er noch länger ausfällt. Ist immer noch schade, vor allem für den Jungen persönlich sehr schade. Ich glaube, jeder weiß, wie viel ich von Thomas halte. Er hat letztes Jahr in der Rückrunde eine sehr wichtige Rolle in dieser Mannschaft gespielt. Und auch nach Einwechslungen wichtige Tore erzielt, wie in Düsseldorf, und hat eine sehr starke spielerische Komponente in unser Spiel gebracht und ja, wäre sicherlich für uns eine wichtige Alternative gewesen. Von daher ist es schade, aber auch das gehört im Fußball dazu. Vielleicht nochmal eine Nachfrage dazu. War da immer wieder die Hoffnung noch dabei, dass es anders als mit einer Operation wieder gerade gerückt werden kann, oder warum hat sich das so ein bisschen hingezogen? Ja, weil manchmal sind die Diagnosen eben so, dass man Prozesse abwarten muss, ob es konservativ geht oder eben operativ geht. Und da verlassen wir uns natürlich auf die Ärzte. Ich denke, es ist bei unseren Ärzten immer in perfekten Händen. Wir ziehen auch immer zweite Meinungen hinzu. Und ja, manche Verletzungen sind halt nicht immer so, liegen nicht immer so klar auf der Hand. Da muss man ein bisschen Geduld haben, weil keiner will letztlich schnell und einfach aus Panik operieren, weil eine Operation natürlich immer ein größerer Eingriff ist, und deswegen hofft man natürlich, ähnlich wie es bei Milos Pandovic auch ist, hofft man immer eine gewisse Zeit drauf, dass man mit einer konservativen Behandlungsmethode klarkommt, und irgendwann gibt es dann Entscheidungen, und die ist eben jetzt zum Operativen gefallen. Christian Hoch noch weiter? Ja. Eine noch. Zu dem Thema, hatten Sie schon Kontakt zu Thomas Eisfeld oder wie hat der das jetzt aufgefasst, wie geht es dem da aktuell mit? Ja, er war ja darauf eingestellt, weil es ja immer schon die ganze Woche ein Thema bei uns war, operativ oder nicht operativ. Und er hat sich auch persönlich dafür entschieden, und deswegen fühlt er sich damit auch gut. Und für ihn ist wichtig, dass er jetzt einfach ein klares Ziel vor Augen hat. Kilian Gaffrey macht erstmal weiter. Nein, Ralf Ritter macht weiter. Doch, Kilian Gaffrey. Kurz zu dem Komplex. Nee. Okay. Wie lang ist die Prognose, wie lang fällt Eisfeld dann aus? Oder? Da möchte ich mich nicht aufs Glatteis begeben. Das ist ein operativer Eingriff, eine Verletzung, die jetzt nicht immer alltäglich ist. Und von da bitte ich jetzt alle um Geduld. Sicherlich wird er jetzt erstmal in diesem Kalenderjahr vermutlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Und bei Pantovic, da sprachen Sie die Hoffnung an. Gibt es da einen neuen Stand, oder? Nein, das ist immer noch voll im Plan. Das Knie musste erst abschwellen, um zu entscheiden, ob es operativ oder konservativ behandelt wird. Da hat man sich Zeit bis Ende September, glaube ich, genommen. Ende September, Anfang Oktober. Und da sind wir noch voll im Zeitplan. Jetzt Kilian Raphael von der Bild. Kommen wir mal aufs kommende Spiel. Herr Dutt, ich kann mir vorstellen, nach so einer Woche oder nach so einem Spiel 6:0 gegen Ingolstadt, dann macht sich so eine Woche doch ein bisschen einfacher. Die Jungs sind motiviert. Jetzt geht's gegen Kiel. Müssen Sie jetzt nochmal die Woche über gucken, ob Sie eine andere Elf finden, oder weil die Jungs gegen Ingolstadt so gut gespielt haben, haben Sie da schon Ihre Startelf dann im Kopf? Also die Jungs sind, seit ich hier bin, grundsätzlich immer motiviert. Es gibt ja viele Trainingsbeobachter unter Ihnen, regelmäßige Trainingsbeobachter.
Und die werden sicherlich bestätigen können, dass wir, ob Sieg oder Niederlage, immer mit einer hohen Intensität trainieren. Das war auch diese Woche der Fall. Natürlich wird ein Großteil der Spieler, die jetzt gespielt haben, auch wieder spielen, aber es ist auch ein neuer Gegner. Robbie Kroos musste heute das Training abbrechen. Da müssen wir uns Gedanken machen. Also es kann immer ein, zwei Veränderungen geben. Wir haben eine englische Woche vor uns. Aber natürlich haben diejenigen, die gespielt haben, die Berechtigung auch von Anfang an zu spielen, klar. Aber die Entscheidung ist letztlich noch nicht gefallen. Sie haben es angesprochen, die englische Woche. Inwiefern wirbelt das so ein bisschen Ihre Überlegungen zu rotieren auch aus durcheinander? Ich denke da nicht so langfristig. Ich denke da jetzt an das Kieler Spiel. Da werden wir für dieses Spiel beste Ausstellung Platz bringen. Und nach dem Kieler Spiel machen wir nur 2 Tage. Dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Wer fühlt sich wie? Ist jemand angeschlagen? Ist jemand nicht angeschlagen? Wer hat ein gutes Spiel gemacht? Wer ist für Dresden dann wichtig? Und dann wird sich die Frage, ob rotiert wird oder nicht rotiert wird, wird sich sicherlich erst nach dem Kieler Spiel stellen. Jetzt haben Sie ja mit Tom Weiland jemand im Kader, der gut gespielt hat die letzten Wochen, der vor allen Dingen auch Kieler Erfahrung hat, der war ja letzte Saison dahin ausgeliehen. Inwiefern haben Sie mit ihm darüber gesprochen, über die kommende Partie? Fragen Sie dann mal nach, wie er das erlebt hat letzte Saison dort oder wie der Verein so tickt? Wir haben am Anfang der Saison haben wir mal über Kiel gesprochen, wie seine Erfahrung da war. Jetzt kurzfristig habe ich nicht mit ihm darüber gesprochen, weil wir uns, wie Sie ja wissen, nur punktuell einen Gegner beschäftigen. Er hat ja auch nicht unter diesem Trainer gespielt. Sicherlich, wenn jetzt Markus Anfang da noch Trainer wäre, dann fragt er sicherlich die eine oder andere Feinheit. So haben wir es auch gemacht im Spiel vor Köln. Das ist ganz normal, aber ansonsten haben wir speziell jetzt nicht allzu viel, jetzt speziell was dieses Spiel betrifft, darüber gesprochen. Ralf Ritter. Ja, Sie sprachen die hohe Intensität und die Motivation der Mannschaft an. Sie mussten also nach diesem furiosen 6-0 niemanden von Wolke 7 runterholen, mit besonderen Ansprachen oder so. Nein, das Training war so wie immer. Ich habe keinen Unterschied feststellen können. Ich glaube, jeder in der Mannschaft ist sich einfach bewusst, dass wir einen hohen Konkurrenzkampf haben, dass wir sehr viele Positionen doppelt gut besetzt haben. Und natürlich haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, aber wir haben davor ja auch erst ein Spiel verloren. Und von daher hat sich da nicht so viel geändert. Ich kann weiterhin Celozzi oder Jamara aufstellen. Ich kann weiterhin im Sturm, habe ich meine Variationsfähigkeit mit Sidnesse, mit Kroos, jetzt mit Lee dazu, mit Basti Meier, Sylvain Gandoula kann jederzeit spielen. Wir wissen, dass wenn mit Danilo was ist, Timo Pertl jederzeit eingreifen kann, also Paddy Fabian als erfahrener Recke, also das ist für mich momentan eigentlich sehr angenehm. Aber ich glaube schon, dass das uns momentan auch im Trainerteam hilft, dass wir jetzt nicht zusätzlich irgendjemanden pushen müssen, der sich zu sicher ist, von Anfang an zu spielen. Den Grund gibt es gar nicht, da den Finger in die Wunde zu legen, weil die Jungs untereinander schon, glaube ich, sich respektieren und eben wissen, dass auch ein Konkurrent im Nacken sitzt, ist übertrieben. Die werden alle nachher unterm Strich, wenn wir mal 34 Spiele gemacht haben, ob da nachher einer 28 oder 30 Spiele gemacht hat oder 26 oder 31, das ist doch völlig egal. Und wenn ich die Spieler anschaue, werden die meisten eben die Anzahl der Spiele dann auch haben. Philipp Rentsch. Stehen ja innerhalb einer Woche 3 Spiele an. Würden Sie sagen, dass man danach, dann sind 8 Spiele rum, dann auch vielleicht schon so ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen kann und dann auch die Tabelle vielleicht ein bisschen Aussagekraft hat, vielleicht mehr als aktuell? Ja, sie wird natürlich mit jedem Spieltag, der zukommt, eine höhere Aussage haben, auch wenn wir dann immer noch am Anfang sind. Aber zumindest wird man dann mal von einem Fazit sprechen können, wie wir in die Saison reingekommen sind. Natürlich nicht immer nach 3-4 Spiele etwas schwer, wenn wir jetzt die Uhr dann 3 Spiele nach vorne drehen und das sind dann gerade mal 10 Tage, da kann es Mannschaften geben, die es von ganz unten nach ganz oben spült und Mannschaften von ganz oben zumindest irgendwo ins hintere Mittelfeld spült. Von daher gebe ich Ihnen schon recht, sind die 3 Spiele ja sicherlich nochmal, danach ist sicherlich nochmal aussagekräftiger, was den Saisonstart betrifft. Was das Saisonfinale betrifft,
hat ja allein unsere Geschichte letztes Jahr gezeigt, dass sie überhaupt keine Aussage hat. Christian Hoch, dann Kilian Graffrey. In Ihrer ersten kleinen Analyse direkt nach dem Spiel, nach dem 6:0, haben Sie gesagt, okay, bei uns hat alles funktioniert, beim Gegner irgendwie gar nichts. Was hat es vielleicht nach der Analyse nach dem Spiel bei Ihnen ergeben, wie es zu dieser spielerischen Explosion der Mannschaft gekommen ist? Haben Sie da Gründe gefunden? Gut gearbeitet. Was für Gründe gibt es, wenn eine Mannschaft gut spielt? Dann hat sie eben mal an diesem einen Tag mehrheitlich zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Situation gleich gedacht. Das ist immer wichtig, dass alle gleich ins Gegenpressing gehen, dass alle gleich aufrücken, sich gleich fallen lassen, dass sie Verbindungen untereinander haben, dass sie miteinander Fußball spielen können. Und du hast eben als Ziel, also meine Idee verfolgt halt immer, die Spieler im Laufe der Zeit so zu entwickeln, dass sie gleich über Fußball und gleich über Spielsituationen denken. Und dann gibt es halt schlechte Spiele, wo die Jungs vielleicht nur 20-30% der Spielzeit gleich denken, und dann gibt es halt die anderen spannenden Topspiele, wo sie 90% der Spielzeit in der gleichen Situation das Gleiche denken und die Trainingserfahrungen damit rübernehmen. So, und das war eben jetzt gegen Ingolstadt so, dass eben keine Zeitverzögerung in den Handlungen der Spieler da war, sondern die Handlungen fast zeitgleich defensiv wie offensiv ausgeführt wurden. So kommt dann auch mal ein Spiel zustande, wo du mal mit einem Kontakt spielen kannst. Also mit einem Kontakt passen kann jeder, bloß empfangen kann nicht jeder. Das heißt also, der Empfänger, der Nächste und der Übernächste, muss ja auch schon frühzeitig losgelaufen sein. Und das hat halt in diesem Spiel ganz gut geklappt. Das Umschalten auf Gegenpressing hat zeitgleich geschafft. Der Gegner hatte da keinen Ausgang gefunden aus dem Gegenpressing. Aber ich glaube schon, dass diese gute spielerische Leistung, dass der Grundbestandteil eher die Arbeit gegen den Ball war und das kompakte Auftreten. Herr Dutt, vor ein paar Wochen saßen wir hier, da haben Sie erzählt, oder Sie konnten sich nicht daran erinnern, schon mal als Trainer in Schleswig-Holstein gespielt zu haben. Dann kam die Pokalpleite. Was macht Sie jetzt optimistisch, dass Sie den ersten Sieg auf schleswig-holsteinischem Boden einfahren können? Ist nicht richtig. Ich habe gesagt, ich habe noch nie in Flensburg gespielt. Ich habe nicht von Schleswig-Holstein gesprochen. Ich habe schon mit einem Verein waren wir schon bei Kiel, mit dem VfB Stuttgart. Allerdings war ich da nicht Trainer. Und da haben wir das Spiel auch gewonnen. Aber deswegen, ja, in Flensburg war ich noch nie mit einer Mannschaft. Aber in Kiel war ich schon, ja. Trotzdem die Frage, was macht Sie optimistisch, dass Sie da was Zählbares einfahren können? Ja, die Frage kann ich gar nicht so beantworten. Was macht mich optimistisch? Ich muss nicht optimistisch sein, ich muss nicht pessimistisch sein, ich muss einfach nur Vertrauen in die Mannschaft haben. Wir müssen die Mannschaft gut vorbereiten, sie muss eine gute Leistung bringen. Das hat nichts mit Optimismus zu tun oder Pessimismus, sondern das hat was mit Zutrauen in die eigene Leistung zu tun, aber auch mit Respektieren des Gegners. Kiel hat nur ein Spiel bisher verloren, natürlich. Gegen Fürth haben sie vielleicht das eine oder andere Tor mehr gekriegt, als ihnen lieb ist, aber es hat auch eine Weile gedauert. Kiel hat eine sehr gute Mannschaft, hat in der Offensive sehr viel Qualität. Jani Serra ist jetzt dort, wir wissen, dass Jani ein Topspieler ist. Schindler, ein klasse Spieler, also insgesamt macht Kiel seit Jahren einen guten Job, und es hat sich auch nicht verändert, nachdem jetzt neuer Sportdirektor und neuer Trainer da ist. Dieser Verein hat, glaube ich, aus sich heraus eine große Kraft, und das er überträgt halt auf seine handelnden Personen, und dementsprechend wird es ein heißer Kampf sein. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren oder unentschieden spielen. Ich weiß nur, dass wir maximale Leistung bringen müssen, wenn wir das gewinnen wollen. Ja. Und dass wir das gewinnen wollen, da bin ich sehr optimistisch. Aber ansonsten bin ich da eher Realist und weiß, dass eine gute Leistung notwendig ist. Und jetzt ein künstlich ausgestrahlter Optimismus nichts hilft, und oder einen auf Pessimismus zu machen, nur um gegen das 6:0 zu arbeiten, das hilft auch nicht. Es sind so viele Spiele, und die meisten davon werden eher so ausgehen, wie sie in der letzten Zeit ausgegangen sind, sehr knapp. Und dass es deutlich ausgeht, wird in der zweiten Liga eher eine Ausnahme sein.
Weitere Fragen eurerseits? Scheint nicht der Fall zu sein. Besten Dank fürs Erscheinen. Wir sehen uns am Samstag in Kiel.